Hallo Leute, heute zeige ich euch einen selbstgebauten und entworfenen Aztekentempel von mir. Er ist noch nicht fertiggestellt, und zwar fehlen hier natürlich noch die ganzen Verzierungen und so weiter, aber das kommt später. Ich bin mit der Technik fertig im groben Sinne, ich könnte das noch komplizierter alles machen, und darauf hatte ich jetzt erstmal keine Lust. Und zwar seht ihr, wie kommt man hier hoch? Wenn man hier versucht hochzukommen, das geht nicht, es ist 3 hoch. Ich überlege hier auch schon, Lava noch reinzusetzen, damit man auch wirklich nicht mehr in Versuchung gerät, hier hochzuklettern. Und sollte man irgendwie denken, ja, ich bin auch hier hoch, ja, hier brennt's. Ich möchte, würde das dann so machen, dass man da wirklich sich den Arsch abbrennt. Und ja, hier seht ihr auch schon ein kleines, kleines Geheimnis, dazu aber später mehr. Und wenn man dann hier oben ist, wie auch immer, man sieht, verdammt, die Tür ist zu. Man kommt hier nicht rein, es sei denn, man klopft sich hier durch. Und dafür ist auch noch was vorgesehen, aber wie gesagt, das später. Wie kommt man nun da rein? Ihr seht hier einen verdächtigen Sandblock. Und angenommen, ich schlage ihn erstmal weg. Seht hier unter einen Schalter. Okay, drücke ich mal. Was war das? Eine Treppe und das Tor ist auf. Ich muss mal kurz was noch umstellen. So. Eine Treppe ist da. Unglaublich. Und seht ihr hier ganz viele Dispenser. Ich glaube, da sind aber keine Pfeile mehr drin. Und eine Truhe. Okay, dann lauft ihr mal zur Truhe. Ja, da sieht man, wie es klappt mit den Pfeilen. Und angenommen, hier habt ihr ganz, ganz viele Diamanten dann gefunden. Super, ihr freut euch einen Keks und wollt zurück. Aber ihr schafft es nicht. Ihr seid vorher tot, bevor ihr die Tür erreicht. Beziehungsweise ihr sterbt beim Durchfallen durch die Tür. Wie habe ich das aber nun gebaut? Also diesen todsicheren im wahrsten Sinne des Wortes Aztekentempel. Nun, ich habe dazu auf die neueste Methode zurückgegriffen, die man haben kann in Minecraft, und zwar auf die Pistons. Ich habe die ja oben auch schon gesehen, ich sammle mir kurz noch meinen Scheiß ein. So. Übrigens habe ich das auch so eingerichtet, dass wenn man auf die beiden Platten hier trifft, hier kleine Blöcke hochkommen und dass man auch wirklich gar nicht rauskommt, dass man da panisch rumläuft und sonst was. Aber das habe ich jetzt erstmal die Redstone-Leitung unterbrochen. Das zeige ich euch nachher alles. Aber wie habe ich das, wie gesagt, nun gebaut? Nun, ihr seht, hier unten kann man die Redstone-Leitung noch weiter verfolgen. Ich glaube, ich einfach mal ein bisschen weg. So. Hier verschwindet sie dann schließlich in dem Boden. Hier verschwindet sie nicht, da biegt sie um die Kurve, da biegt sie nochmal um die Kurve. Und die genaueren Einzelheiten habe ich eben, kann ich euch eben zeigen, weil ich das Ding eben noch nicht fertig gebaut habe. Ups, jetzt habe ich die Redstone-Leitung unterbrochen, Moment. Eben weil ich das Ding noch nicht fertiggestellt habe, kann ich euch das noch zeigen, wie ich das gebaut habe. Sobald ich das fertig habe, sieht man davon nichts mehr. Denn so ist es halt auch geplant, so soll es auch sein. Natürlich könnt ihr den Schalter noch beliebig weit nach hinten versetzen, was weiß ich, übers Meer hinaus, in irgendeinem Höhlensystem, wo man dann durch muss, um hier dann reinzukommen. Und wie habe ich das nun gemacht? Ihr seht, ich habe hier die momentan so. Und jetzt, sobald der eingeschaltet ist, kommt man nicht mehr durch. Wieso das so ist, das zeige ich euch mal. Ah, lauf, mein Freund. Und zwar seht ihr hier ausgefahrene Pistons, noch einen ausgefahrenen Piston und noch einen ausgefahrenen Piston. Der da unten schiebt die ganzen Blöcke, beziehungsweise eigentlich nur ein Block, der wirklich auf ihm fixiert ist. Es wird gerade nach, das ist natürlich super. Und zwar diesen Block hier, den schiebt er nach oben, so dass man es höher sieht. Und die Einzelheiten kommen dann am nächsten Tag dran. Das ist so typisch, immer wenn ich versuche aufzunehmen. Na, wo ist die Sonne gerade? Wo ist die Sonne? Da hinten ist die Sonne gerade. Kann ich schon schlafen? Nein. Dann sortiere ich schon mal mein Inventar ein bisschen vor. Das werde ich noch brauchen, eventuell. Das war es eigentlich auch schon. Ja. Falsche Taste gedrückt. So. Oh, nee, ist mir nicht übel, aber ich habe nur irgendwie 4 Stunden und so weiter geschlafen. Hab gerade sturmfrei und habe einfach mal dann durchgemacht die Nacht, aber na gut, durchgemacht. 3 Stunden Schlaf waren ja drin. Ja, das mache ich jetzt alles, um euch dieses Video hier zu zeigen. Ich nehme gerade auf, es ist. Moment, ich muss mal kurz gucken. Es ist jetzt 3 Uhr in der Frühe. Aber ich dachte mir, ja gut, ich bin gerade mit dem Ding fertig geworden.
Dann mache ich das mal für euch und zeige euch das und lasse euch in meinem Wissen teilhaben. Also, was ich gerade sagen wollte. Der Piston da unten, der drückt einen Sandbrocken hoch und ihr seht, da sind zwei Pistons, also wird das gleich zweimal gemacht. Dieser Piston hier, drückt einen Sandblock zur Seite. Sag mal, dämliche Kuh, was machst du hier eigentlich? Das ist nicht für dich. So, dieser Piston, was ruckelt das denn so schrecklich? Drückt die beiden hier von beiden Seiten rein. Das seht ihr gleich noch genauer, wenn ich das wieder ausschalte. Beste Verbindung. Und zu guter Letzt, diese beiden Pistons drücken noch die letzten beiden Sandblöcke, die man da sieht, auf der Dreierhöhe. Stopp. So, drücken die beiden hier noch nach vorne. Sie habt ihr auch wahrscheinlich gerade gesehen, als ihr oben wart, da seht ihr sogar noch, alter Huhn, halt die Fresse. Da seht ihr noch, wie das da hohl drin ist, sag ich einfach mal. So, dann sieht man hier noch diese Pistons. Und da oben habt ihr auch noch ein paar Pistons gesehen, wenn ihr gut geguckt habt. Also, aua, aua, aua. Ich gehe erstmal wieder auf Peaceful. So. Ihr seht, das Tor ist hier zu. Die beiden Steine werden von den unteren Pistons hochgedrückt. Und die beiden Steine werden, wie ihr seht, von den oberen Pistons runtergedrückt. Ich schleiche mal kurz hier rüber und hoffe, dass ich nichts auslöse. Und so verschließt sich das Tor. Natürlich muss ich das dann noch alles gut verstecken und so weiter. Aber das kommt erst im nächsten Schritt alles. So, ihr seht, hier unten sind noch viel mehr Redstone-Verbindungen. Vor allem hier. Die sind alle mit den Platten da oben verbunden. Und das ist wiederum dann alles mit den Dispensern verbunden, wie ihr seht. Das heißt, sobald man auf irgendeine der Druckplatten drauf tritt, geht ein Dispenser los. So dass man halt auch wirklich nicht in drinnen kann. Es sei denn natürlich, man spielt auf Peaceful. Und man ist feig, so wie ich im Normalfall. Alter, das reizt nur mal ein bisschen, dass hier die ganzen Kühe und so weiter sterben. Was passiert nun, wenn ich das ausschalte? Klack. Ihr habt es gehört, es hat sich ganz viel getan. Und ihr habt gesehen, hier ist jetzt die Treppe. Und wie ihr seht, wie ich gerade andeutete, hier seht ihr jetzt die beiden Sandblöcke an den Seiten. Wenn ich das im Normalfall gemacht hätte, dann wäre das hochgefahren und die beiden wären halt hier in die Mitte gezogen. So, was hat sich noch alles getan? Hier unten. Seht ihr, hat sich das alles runtergefahren. Demnach ist es automatisch um eine Stufe schon runtergesackt. Ihr seht, das hier wurde nach hinten gezogen. Also ist noch um eine zweite Stufe runtergesackt. Das sind nämlich die hier. Und die anderen beiden hier, habe ich ja schon gesagt, die wurden einfach zurückgezogen. So kann man dann schließlich hier hochgehen. Das Tor ist offen, weil die hier sich zurückgezogen haben, als sie keinen Strom mehr erhielten. Und oben ist es offen, weil diese Redstone-Leitungen alle miteinander verbunden sind und so die hier auch außer Kraft gesetzt werden und sich hochziehen dabei. Das Einzige, was noch aktiv ist, sind die Druckplatten, da die selbst Strom spenden, sage ich einfach mal, und so automatisch diese Redstone-Leitungen hier unten in Verbindung setzen. So kann dies, ohne von dem Schalter beeinflusst zu sein, auch noch funktionieren. Und ihr seht hier hinten, die sind auch noch hier mit den, Moment, ich gehe mal einen kurzen Block hoch. Ja, die sind hier auch noch hinten mit den Pistons verbunden. Das heißt, wenn man hier auf die letzten beiden drauf tritt, wie ich schon sagte, dann werden die Pistons nach oben gefahren. Ist zwar nicht für lange, aber sie werden hochgefahren und wenn man dagegen läuft, hört man, oh scheiße, ich komme nicht mehr raus und läuft sofort zurück. Und das ist dann der Fehler und damit stirbt man dann auch 100%. Scheiß Huhn, jetzt hör auf. Ja, das war's eigentlich auch schon an der groben Technik. Ihr seht, sehr viel komplizierter als man denkt, mit Redstone-Repeatern und allem. Ich habe es noch nicht mehr hingekriegt, das symmetrisch zu bauen, eben weil ich zu doof dazu bin. Wenn ihr mal hier guckt, hier fehlen viele Redstone-Repeater und sonst was, aber es funktioniert auch. Aber das liegt darin, weil hier unten alle Redstone-Repeater eingebaut sind. Ich hatte große technische Probleme zwischendurch mal, aber es hat funktioniert und ich finde, es hat sich gelohnt. Wenn ihr wollt, dass ich hier ein Tutorial mache, nochmal exakt, wie ich das gebaut habe, und dann schreibt mir es einfach in die Kommentare. Ich werde darauf eingehen und wenn sich genügend dafür melden, ich weiß ja nicht, wie groß der Ansturm auf dieses Video sein wird, dann werde ich wahrscheinlich auch ein Tutorial dazu machen, beziehungsweise eine detailliertere Aufklärung, wie man das bauen kann oder könnte. Wenn ich ein Tutorial machen sollte, müsst ihr natürlich auch noch schreiben, wie detailliert es sein soll, ob ich dann auch noch den Aztekentempel oder Maya-Tempel
oder einfach dieses Höllentor ausschmücken soll, beziehungsweise ob ich das einfach so lassen soll, wie ich es jetzt habe, grobes Technisches mache und dann möchte und dann würde ich dann aber auch eure Welten haben wollen, um zu mir anzugucken, was ihr denn damit so macht und was ihr damit schützen wollt. Ich hoffe, dieses Video kann euch helfen. Wenn ihr es euch gefällt, könnt ihr es gerne mit mag ich bewerten, also Daumen hoch. Ihr könnt gerne einen Kommentar unterschreiben, eben ob ich ein Tutorial machen soll oder nicht. Das liegt an euch. Wenn jeder sagt noch, nee, das ist scheiße, ich möchte kein Tutorial dazu machen, gut, dann mache ich es halt nicht. Das ist allein eure Entscheidung. Ich würde mich dazu bereit erklären. Und ja, ich hoffe, dass ihr meine wochenlange Arbeit hier dran zu würdigen wisst. Und ich verabschiede mich demnach mit den Worten, tschüss, vielleicht sieht man sich ja nochmal.